Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Real Talk aus dem DX Racer hier im Hintergrund. Ich fühle mich wie so ein Supervillain, der hier in seinem Stuhl sich so langsam dreht. Ich brauche nur noch so eine Katze, die ich auf meinem Schoß streichen kann. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Es geht heute um ein bisschen Real Talk Video und zwar um meine neueste Anschaffung, die EXC 500, die ich ja vor 4 Tagen in meinem Video bestellt habe. Leider noch nicht mitnehmen konnte, weil die erst bestellt werden musste. Der Händler, also Bergmann und Söhne, mein KTM-Händler des Vertrauens hier in Hamburg, hatte leider keine 500er EXC da. Auf jeden Fall ist die 500er jetzt bestellt und kommt in ungefähr 2 Wochen an. Dann werde ich die abholen, beziehungsweise nicht abholen, sondern da stehen lassen, weil ich bei Bergmann und Söhne das Projekt weiterführen kann, mit Emsel zusammen, den ihr ja auch gesehen habt, der sich mit Supermodus super auskennt und der bei KTM selber arbeitet. Und dann darf ich da die Werkstatt nutzen und das Teil da auseinanderbauen, denn ich werde, wie ich es im Video schon angekündigt habe, das Ding legal machen, so wie es legal möglich ist und es auf der Straße fahren. Dann kommen EXC500er Vlogs, Motovlogs und so weiter. Darauf habe ich richtig Bock. Ihr werdet dann in einzelnen Videos erfahren, was alles möglich ist, legal zu machen und was nicht. Und was ich halt daran dann tun werde an dem Bike. Wir versuchen auf jeden Fall eine Leistungseintragung zu machen, also mit mehr PS einzutragen. Voll geht nicht, aber irgendwie, ich glaube, 30 kW, also 41 PS knapp, kann man eintragen lassen. Und das hat ja schon, das ist schon ordentlich Bums. Und dann natürlich was ganz Neues, irgendwie den Rahmen pulvern und Felgen und wieder eine neue Farbe. Irgendwas in die Richtung Rot oder so hatten wir noch nie, glaube ich. Darauf habe ich richtig Bock. Ich habe auf jeden Fall einige Kommentare bekommen, die recht negativ waren, die ich gar nicht so richtig verstanden habe. Solche Sachen wie, ey, voll unnötig, dass du dir noch ein Bike holst. Wo ich mir denke, okay, das Argument, dass es unnötig ist, stimmt zu 100%. Aber ist nicht irgendwie vieles, was unnötig ist, extrem geil? Und ich denke mir, ey, andere YouTuber irgendwie kaufen sich für 100.000 Euro ein Auto, für 50.000 Euro eine Uhr und ich investiere in 10er. In ein geiles Bike, was ein geiles Projekt ist, geile Videos bringt und das feiern die Leute nicht, verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite kann ich natürlich das verstehen, wenn Leute sagen, ey, warum machst du nicht mal was anderes? Eine 125er, eine Naked, eine Supersportler. Zu dem Punkt möchte ich auch nochmal was sagen. Naked, kommt was, demnächst schon, richtig geiles Projekt, ich glaube in 2 Tagen sogar, übermorgen oder in 4 Tagen. Da könnt ihr drauf gespannt sein, es wird richtig geil, ein richtig, richtig geiles Projekt. Und Supersportler kommt auch was. Das war nämlich was, was ich auch verstanden habe, wenn Leute sagen, ey, warum noch eine Supermoto, wenn du doch Supersportler fahren willst und keine Supersportler hast. Ich habe mit Supersport was geklärt, ich kann euch dazu noch nichts verraten, erst im neuen Jahr, im Januar, kann ich euch dazu was erzählen. Aber Supersportler läuft, da wird ein geiles, das wird richtig fett. Ich verspreche es euch, da werdet ihr euch so freuen, da werdet ihr richtig Bock drauf haben. Das wird richtig geil, das wird gemacht. Ja, wie gesagt, Naked kommt auch was, ist auch was geplant. Und nur ist es jetzt so, dass ich mit der 500er angefangen habe. Auch warum ich die 350er nicht genommen habe. Die 350er ist schon so illegal. Das wäre unnötig, das umzubauen. Und für mich ist es einfach ein geiles Spaßmotorrad, was ich mir im Moment in der Situation einfach leisten kann. Auch wenn sie viel rumsteht und nicht sehr viel gefahren wird. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich finde das geil. Und lieber als 3 Rolex zu haben, habe ich 4 Motorräder oder 5. Das ist einfach mein Hobby und ich feiere das. Und damit müsst ihr wohl oder überleben. Aber die meisten feiern es ja sowieso. Ich dachte nur, dass ich das den Punkt kurz anspreche, weil ich das schon ein bisschen merkwürdig fand, wie komisch da teilweise geschossen wird. Ich bin, by the way, immer noch ein bisschen kränklich angeschlagen, deswegen habe ich hier dieses geile Halstuch, was so aus so einem fetten Ding und so einem dünnen Ding besteht. Sieht irgendwie ganz witzig aus in Kombination mit dem Hoodie. Ich hatte einfach extrem Bock auf ein Supermoto-Projekt. Bei der 350er waren wir stehen geblieben, da ist die Übersetzung illegal, die Spiegelblinker, das wäre kein Problem, aber das Rücklicht, ich habe kein Bremslicht hinten, kein Schalter, kein Adapter, die Bremsanlage, die Felgen sind sowieso nicht einzutragen und wenn, wäre die Nummer überpulvert gewesen, dann haben wir eine Komplettanlage, die nicht legal ist und so weiter und dann dachte ich mir, ey, die Lichter vorne hinten, die steht gut da, ich will die jetzt nicht komplett zurückbauen und 350er ist für die Straße dann doch vielleicht ein bisschen wenig Leistung, vor allem wenn man die dann noch runterdrosselt. Deswegen dachte ich mir, ey, wie geil wäre das einfach,
ich muss auf mein Herz hören. Am meisten Bock hätte ich auf eine 500er oder 450er. Und ich glaube, damit werde ich viel Spaß haben und ihr werdet auch in den Videos dann nach und nach die lieben lernen. Wie es mit allem ist. Mit der SMCR war das ja auch so, dass am Anfang viele gesagt haben, so die Bock gar nicht. Und dann, wenn die umgebaut wurde und dann gefahren wird, dann merkt man schon, dass es eigentlich doch ein ganz geiles Bike ist. Und ja, also 500er wird es auf jeden Fall viel Action geben. Und ich wollte halt unbedingt mal eine EXC für die Straße haben. Und mit meiner macht es halt gar keinen Sinn in Hamburg. Da wirst du halt sofort gepackt und ich will auch kein negatives Vorbild sein und nicht irgendwie illegal durch die Gegend fahren. Sondern es soll legal sein und dann kann man auch geile Vergleichstests machen. SMCR gegen EXC 500 und so weiter. Und die lässt sich natürlich dann noch ein bisschen mehr wheelen. Und ich kann da ein bisschen Progress machen dann Anfang nächstes Jahr. Das wird auf jeden Fall richtig fett, wenn die dann fertig ist und ich komme zu den Abo-Treffen und den ganzen Motorrad-Events nächstes Jahr und so im Frühjahr, im Saisonauftakt und Anlassen und so. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Also ich freue mich schon richtig, richtig auf nächstes Jahr. Das wird heftig. Aber ja, eigentlich habe ich jetzt schon echt viele Bikes. Also es ist einfach krass, in was für einer Situation ich mich befinde. Und ich versuche mich auch immer wieder daran runterzuziehen und niedrig zu halten und irgendwie dankbar zu sein für das, was ich mittlerweile schon erreicht habe. Und ich kann es auch verstehen, wenn einfach manche Leute ein bisschen neidisch sind und sagen, ey, der hat 5 Motorräder, ich kann mir nicht mal eins leisten. Oder aber auf der anderen Seite ist es so, ey, es gibt Leute, die haben 30 Autos in der Garage, irgendein JP oder so. Wenn man das beruflich macht oder wenn man das hobbytechnisch macht und es sich leisten kann, denke ich mir, warum nicht? Jedem das seine. Manche haben irgendwie 5 heftige Pferde oder so, die reiten können. Die sind, glaube ich, auch teuer. Und ich stehe halt auf Supermotos, ne? Nichtsdestotrotz habe ich immer noch Kapazitäten und Platz für kleinere Projekte. Supersportler wird kommen und so weiter. Das wird richtig fett. Und ja, ich glaube, die Zukunft wird einfach echt geil. In den nächsten 2 bis 3 Wochen hole ich auch mein neues Auto ab. Wird kein AMG, wird aber trotzdem geil, verspreche ich euch. Und ja, wie gesagt, die nächsten paar Tage kommen auch geile Projekte. Ich weiß nicht, wie viel ich da euch schon verraten kann. Naked-Richtung kommt auf jeden Fall was mit als Community-Projekt. Es wird als Community zusammen gemacht. Nee, stimmt, mir fällt gerade ein, es kommt noch ein Fahrradvlog. Es kommt noch ein Fahrradvlog, wie ich mit Ben ein bisschen Wheelies geübt habe. Das kommt auf jeden Fall übermorgen. Also in 4 Tagen kommt dann das neue Projekt. Das wird richtig heftig. Und ihr könnt extrem gespannt sein. Das wird auf jeden Fall echt geil. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, nochmal als Reminder, ist eine 500er EXC 6 Days. Ich werde die euch nochmal vorstellen in einem Video, wenn sie dann da ist. Endlich in 2 Wochen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Es ist ja auch schon fast Weihnachten, ne? Deswegen checkt natürlich den Merch, der hier versteckt ist. Gibt es noch bis zum Ende des Jahres. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ja, mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Übermorgen kommt ein Fahrradvlog. Checkt den aus. Sonst bis übermorgen. Macht's gut. Peace. Und haut rein, ihr Landratten.